Hallo zusammen, hier ist wieder euer Chiller und euch wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute geht es wieder mal um ein paar Kisten aus der Garnison. Und zwar habe ich insgesamt 20 von den großen Kisten mit Bergungsgut besorgt. Und die wollen wir jetzt mal aufmachen, um noch ein bisschen Temok zu ergattern. Dazu bin ich auf meinem Worry mit einem Piraten-Outfit hier, schon mal in der Garnison postiert am Wiederverwertungsgebäude. Und da wollen wir jetzt schauen, ob ich ein glückliches Händchen habe. Das letzte Mal habe ich ja einige von den Schuhen rausgezogen, also diese Dinger hier. Und ja, das habe ich tatsächlich noch gebraucht. Jetzt brauche ich tatsächlich nur noch einmal die Axt. Und jetzt müssen wir mal gucken, auf Tank hatte ich schon gestellt. Jetzt schauen wir mal, was da Schickes drin ist. Vielleicht kriegen wir das letzte Item auch noch. So, beim ersten haben wir jetzt so eine Waffenverbesserung für die Anhänger bekommen. Dann gab es leider nur ein paar Ressourcen. Und nochmal nur Ressourcen. Wait, sind die Kisten verpackt? Das habe ich da gerade gar nichts rausgekriegt. Ah, jetzt, okay. Ich habe jetzt aber auch zwei Kisten, glaube ich, jetzt gerade gar nichts rausgekriegt. Okay, das ist weird. Da gab es jetzt auch wieder nichts raus. Ich habe da auf WoW Head gelesen, dass manchmal die Dinger verpackt sind. Kann ich euch helfen? Ich habe jetzt zweimal nichts gekriegt. WoW Head stand, jetzt habe ich das nicht das Falsche verkauft. Man soll dann immer ein bisschen warten. Jetzt probieren wir es mal nochmal. Doch, jetzt kriege ich wieder was. Ja, okay, das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd. Jetzt warten wir immer mal kurz zwischendrin. Anscheinend sind manche von den Kisten ein bisschen verbuggt. Und eben dann sonst nichts, wenn man nicht wartet. Das ist komisch. Okay, jetzt haben wir nochmal so ein Upgrade-Item bekommen. Nochmal eins. Ne, jetzt habe ich wieder nichts gekriegt. Ach, das ist doch kacke. Also die kleinen, die brauche ich schon mal nicht. Die können wir schon mal lassen. Komm, dann verkaufen wir zwischen jedem Item ein paar Sachen, hätte ich gesagt. Bevor ich da jetzt gar nichts kriege. Das ist ja schon ein bisschen belastend. Ach, schon mal, da oben sind die Schuhe, die ich vorhin gesucht habe. Löschen wir hier mal was. So, jetzt müsste ich doch eigentlich noch mal was kriegen, oder? Dann schauen wir mal. Ne, jetzt habe ich trotzdem nichts gekriegt, obwohl ich gewartet habe. Was ist denn das? Nö. Ich krieg einfach gar nichts aus den Kisten. Nochmal eine Waffenverbesserung. Also anscheinend sind manche halt echt verbuggt. Nochmal eine Waffenverbesserung. Wieder gar nichts gekriegt. Also da muss ich mir mal nochmal erkündigen. Also ich hab einen Kommentar gelesen, man soll einen Ticken warten, bis man die nächste aufmacht. Aber ich glaube, da sind manche einfach so verbuggt, ne? Ich habe die nämlich von der Bank geholt. Die liegen da wahrscheinlich schon ewig. Vielleicht sind das noch eine alte ID, die dann halt einfach kein Loot mehr bringt. Nö, da gab es auch nichts raus. Und die letzte? Da habe ich jetzt nochmal so ein Rüstungsteil gekriegt. Also ich habe jetzt maximal aus der Hälfte der Kisten habe ich jetzt ein Loot gekriegt. Komm, dann nehmen wir jetzt hier noch die 21. dazu. Da habe ich zum Beispiel jetzt Loot gekriegt. Da haben wir ein Bollwerk raus. Aber das habe ich schon gehabt. Das ist jetzt sehr schade, ehrlich gesagt. Kisten hier rumbacken. Weiß ich auch nicht. Ich hoffe, dass das jetzt nur die uralten Kisten sind, die ich von der Bank noch geholt habe. Und nicht die neuen, die man jetzt farmt, ne? Weil das wird mich jetzt nicht froh machen, wenn ich dann immer ewig viele Kisten farm und da gar nichts rauskriege. Also das ist irgendwie ein bisschen wild. Außer es ist buggt und steht einfach nicht im Chat. Wait. Oder bin am Cap. Warte, ich habe vielleicht... Ja, okay. Ich bin ein Vollidiot. Ich bin am Cap von den Garnisonsressourcen. Wahrscheinlich waren da einfach nur Ressourcen drin. Und deswegen ist es verbuggt. Vielleicht haben die Leute das auf WoW Head auch nicht gecheckt. Und auch immer gedacht, sie kriegen nichts raus. Ich dachte mir schon. Vorhin ich habe ja vorhin schon mal ein paar Kisten aufgemacht. Da hat es auch funktioniert, ne? Jetzt habe ich mich schon arg gewundert, warum jetzt die verbuggt sind. Aber sind sie gar nicht. Ich bin einfach nur am Cap und manchmal kriegst du halt nur Ressourcen raus. Und wenn du natürlich am Cap bist, dann gibt es keine Ressourcen. Naja, zumindest bin ich nur drauf gekommen. Heißt, es ist jetzt einfach halt, quasi nur Ressourcen drin gewesen und ich war am Cap gewesen. Naja, gut. Heißt, hat alles gepasst und wir haben nur ein Schild gekriegt. Schade. Naja, gut. Beim nächsten Mal dann wieder. Verabschiede mich für die kleine Aufnahme. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Chiller. Bis zum nächsten Mal. Ciao.